Ich will aber nicht runterfallen. Aua, mein Kopf. Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Mario vs. Donkey Kong hier auf Katze. Wir sind nun in Finsterstadt, eine böse, dunkle Stadt, die aber eher einfach eine Großstadt bei Nacht ist. Uiuiui, Laserstrahlen, okay. Sowas haben wir auch noch nicht gehabt hier im Spiel. Hier müssen wir also sehr vorsichtig sein. Kein Sprung darf zu hoch sein. Ihr wisst, was ich meine. Okay, jetzt zum roten Geschenk. Und damit haben wir schon mal ein gutes Stück geschafft. Hier nach oben. Und da ist der Schlüssel, ganz hinten. Okay, oh, ganz langsam. Oh, ja, ja. So, und jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal zurücklaufen. Eieiei. Das kann nur noch was werden. Okay, festhalten, Mario, beeil dich. Rot, blau, gelb. Und das immer im Wechsel. Rot, blau, gelb. Hui. Okay, geschafft. Wir sind da gegen Ende nochmal durchgerannt, aber ihr habt es gesehen, funktioniert hat es ja. Gut. Dann einmal... Da ist das gelbe Geschenk. Und da ist das rote... Das rote sage ich schon, das blaue. So. Und hier... Dann... Oh, wie muss ich da durch? Aha. Ich muss euch fallen lassen. Kommt mal rüber. So. Jetzt muss ich auf den Schraubenschlüssel-Scheigeist springen. Und die müssen mich jetzt ganz langsam und behutsam auf die andere Seite befördern. Das war ein guter Start. Komm mal hier rüber, mein Freund. Ich muss dringend auf die andere Seite. Ist dir das bewusst? So. So, okay. So weit, so gut. Komme ich da durch? Oh, da kann ich sogar durch. Okay, Moment, Moment. Nochmal. So, oh, es hat funktioniert. Sehr schön. Da unten gibt es noch ein Extra-Leben. Kann ich mir eigentlich sparen. So wichtig ist es nicht. Aber ich brauche auf jeden Fall den blauen Schalter. Der muss aktiviert werden. Sonst komme ich nicht zum gelben Geschenk. So. Oh, jetzt bin ich auf Rot gelandet. Okay, da muss man vorsichtig sein, wenn man auf dem Rückweg ist. Weil das hat ja sonst keinen Sinn, da mehrmals drauf zu springen. Oha, festhalten, mein Freund. Kurz nach oben geklettert. Und jetzt geht's vorsichtig und ganz elegant auf die andere Seite. So. Das wäre das gelbe Geschenk gewesen. Jetzt fehlt nur noch blau. Wenn ich das hier aktiviere... Muss ich gelb oder rot aktivieren? Ich guck mal. Oh, das hätte jetzt sogar gepasst. Aber es ist ziemlich weit weg. Ah, deswegen haben wir ja den schwarzen Shy Guy hier. So komme ich zum Geschenk. Alles klar. Di-di-di-di-di. Immer schön die Balance halten. Rüber ducken und Mini Mario einsammeln. Wir haben ihn! Wunderbar! Zack, zack, zack! Drei Geschenke gibt es obendrauf. Mario kann sich glücklich schätzen und flitzt direkt weiter. So. 2, 3, 4, 5 und 6. Weiter geht es in Welt 2, in Level 2. Here we go! Here we go! So. Zack, darüber. Das ist also der erste Abschnitt. Links unten kriegen wir das rote Geschenk. Dann geht's aber... Ah, oh, da war ich zu langsam. Jetzt geht's hier noch weiter. Das ist gelbe Geschenk. Da brauche ich aber nochmal etwas, um die roten Blöcke zu entfernen. Sonst werden die mich jetzt zerquetschen. Ah, ja. Oder wir drehen die Plattformen einfach oben, sodass sie in die andere Richtung fahren. So passt das ja auch. Dann müssen wir in den nächsten Sekunden das gelbe Geschenk haben. Da oben ist der Schlüssel. Dann machen wir den auch gleich sicher. So. Festhalten. Und nach oben. Der Schlüssel gehört uns. So, nochmal in die andere Richtung. Darüber. Und das müsste nicht schaffbar sein. Och, Menno. Na egal, nicht so schlimm. Hier.
Und jetzt, oh, wie kommen wir denn da durch? Ich brauche nochmal das Förderband, oder? Ja, ich glaube schon. So. Oh, aber nicht so. Moment. Ich muss draufspringen. Aber ich darf nicht auf dem Teil landen. Oder so, Moment. Warte, nicht so. Jetzt. Werfen? Ja, so funktioniert's. Okay, also einmal in die entgegengesetzte Richtung, denn nach dem Sprung fährt es dann in die richtige Richtung. Puh, kein so einfacher Abschnitt. Ich finde auch jetzt hier in Welt 8 sind die Level verhältnismäßig groß. Ganz anders als noch in den ersten Welten, wo wir den ersten Mini-Mario schon noch eine halbe Minute ergattern konnten. Wann muss ich da hoch? Oh, toll. Ich wurde elektrisiert. Okay, ich glaube, ich kann da gar nicht durch. Ich muss das erst anders... Ach so, da sind... Ach, seht ihr die kleinen gelben Blöcke? Ich muss erst den gelben Schalter aktivieren, um die gelben Blöcke zu blockieren. Okay, das habe ich irgendwie nicht so gesehen. So. Da oben ist nur die blaue Kiste, also das blaue Geschenk. Oh nein, bleib liegen, bleib liegen. Wenn er liegen bleibt, ist er unverwundbar in der Zeit. Okay, die Shy Guys sind weg. Jetzt können wir uns wieder bewegen. Uiuiui. Ui, ui. Hätte ja auch ins Auge gehen können. So, hier macht uns kein Laser Angst. Jetzt müssen wir, glaube ich, nur noch den roten Schalter aktivieren und dann kommen wir zu Mini-Mario. Na, komm her. Komm her, lieber Eimer. Ich brauch dich doch. Und ups. Upsi-Daisy. Rüber mit uns. Und geschafft. So. Hallo, Shy Guy. Wie geht's dir? Magst du da mal kurz rübergehen? Schwupps. Oh, so ist es aber nicht geplant. So, jetzt aber. Noch haben wir genug Zeit. Ah, nein, 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 nein. Oh, ich dachte schon, entweder falle ich in die Stacheln hinunter oder aber ich kriege einen Ziegelstein ins Gesicht geworfen. Hat aber irgendwie noch so hingehauen. Gott sei Dank. Drei Geschenke. Perfekt. Damit haben wir schon mal zwei Mini-Marios in der Tasche. Und da in Level 3 erwartet uns auch irgendwas ganz Neues. Irgendein komischer Roboter. Wollen wir doch mal sehen, wer oder was das ist. Roboter mit Ketten. Okay. Kleine, vielleicht sind das Fahrradroboter. So. So, ja, aber... Hä? Wie komme ich denn da rüber? Seht ihr das? Die bewegen sich immer gleich schnell. Aber dann fehlt immer auf einer Seite die Möglichkeit, rüber zu springen. Ah, ich kann die festhalten. Ah, und so kann ich dafür sorgen, dass sie unterschiedlich fahren. Okay. Dann haut das ja wieder hin. Jetzt sind die im inneren Bereich. Ich kann den Schalter aktivieren. Und ja, das sieht gut aus. So, dann geht's hier hoch. Den Weg übers Trampolin sparen wir uns. Ja, und so kommen wir zum Schlüssel. Und zurück, ja, einfach unten am Boden einmal entlang. So, zack, rüber und weiter hoch, zack, zack, bum, bam. Und Schlüssel rein, auf geht's. Weitergemacht. Wo sind wir jetzt? Noch mehr Laser. Oh, nein. Elektrizität überall. Wohin das Auge reicht. Jetzt müssen wir echt aufpassen. Das ist nicht irgendeine Stange, auf der Mario balanciert. Das ist ein Stromkabel. Also Finsterstadt ist sehr, sehr gefährlich. Das ist so eine besondere Ecke von New Donk City, möchte man sagen. Zwei Geschenke. Das, eigentlich könnte ich mir zuerst das blaue Geschenk holen. Das blaue und dann gehe ich zum gelben rüber, um dann zu Mini-Mario zu gelangen. Hier muss ich einfach nur timen. Nach Rot muss ich hoch. Ja, genau so. Nochmal. Und nochmal. Mit ein bisschen mehr Schwung natürlich. So. Wunderbar. Mini Mario, zu dir kommen wir gleich. Wir müssen da jetzt kurz runter. Uah. Ich dachte schon, das geht ein bisschen schief, aber es hat funktioniert. So, gelbes Geschenk. Komm ich da? Ach so. Ach so, ach so. Okay, okay. Schalter aktivieren. Den blauen Schalter ignoriere ich jetzt mal. Gelb. Und
Blau und durch. Dann können wir uns hier nochmal durchschwingen, wenn rot durch ist. Genau. Ja. Haben wir gemeistert. Wieder ein Level. Upsala. Bloß nicht runterfallen jetzt gegen Ende. Das wäre traurig. Das wäre richtig traurig. So, jetzt aber. Mini Mario in der Tasche. Hier in Welt 3. Also Welt 8. Level 3. Oh yeah. Oh yeah. Gut gemacht, Mario. Dann mal los. Jetzt gibt es ganz viele Laserstrahlen hier. Im vierten Level von Donkey Kong vs. Mario. Here we go. Okay, machen wir uns nichts vor. An das rote Geschenk komme ich nicht. Dafür gibt es viel zu viel Laser und ich brauche erstmal den gelben Schalter. Aber vielleicht gibt es hier oben was zu entdecken. Oh ja. Unter anderem das gelbe Geschenk. Das schnappe ich mir und lass mich gleich durchfallen. So. Dann zum nächsten Schalter. Das ist alles blockiert. Ich kann hier durchlaufen. Optimal. Wir aktivieren mal blau und dann müssen wir richtig schön schwingen, bis die Plattform wieder da ist. Um letzten Endes nach oben zu kommen. Schwing die Hufe, Mario. So. Uiuiuiuiui, da komme ich nicht hoch. Ich muss hier rüber, aber vorsichtig, Mario. Ah, ich dachte schon, ich berühre den roten Laserstrahl. Wow, einmal durchgelasert. Und jetzt muss ich da nach oben. Das sieht aber gefährlich aus. Das ist bestimmt nicht nur einfach Stromkabel, oder? Was für ein langer Laser das auch ist. So, und ich muss irgendwie den Schlüssel Stück für Stück rüber transportieren. Ah, nee. Es gibt hier den roten Schalter. So, ja. Komm. Und perfekt. Gelber Laserstrahl blockiert. Jetzt muss ich nur noch irgendwie ganz vorsichtig zur Tür kommen. Und die Tür befindet sich direkt unter uns. So. Timing. Uiuiui. Okay, okay. Wir schaffen das. Blau. Gelb. Und los. Blau und durch. Ja, gemeistert. Hui. Das ging gerade noch mal gut. Hui. Was haben wir hier? Ganz viele Roboter. Und ich kann darüber. Da ist das blaue Geschenk. Und direkt drüber ist Mini Mario. Oh, ich sehe schon, was ich zu tun habe. Ich muss hier jetzt das erstmal so aktivieren, damit ich über die Roboter, über diese Ketten auf die andere Seite komme. In Ordnung. Dann geben wir unser Bestes. Einmal rüber. Festhalten, Mario. Immer schön langsam. Nur nichts überstürzen. Und geschafft. Jetzt klettern wir schnell hoch. So. Und jetzt müssen wir... Ach so, ja. Hier einfach geduckt bleiben und langsam auf die andere Seite. Das muss natürlich jetzt auch passen vom Timing. So. Na, noch ein bisschen. Jetzt sieht das gut aus. Was? Ich bin zu früh nach oben. Ich hätte mich länger ducken müssen. Oh nein, was für ein Fauxpas. Teppichtörtchen, toll. Na gut. Ich sollte ein bisschen geduldiger sein. Wenn ich geduldiger wäre, dann würde ich alles ein bisschen besser schaffen. Aber gerade in solchen Spielen, ich weiß, es ist eher ein Puzzlespiel, kein Jump'n'Run, aber hat so seine Jump'n'Run-Elemente. Deswegen bin ich da so Feuer und Flamme immer Gas zu geben. So, ja, es muss einfach passen. Ich darf nicht unter den Stacheln sein. So. Darüber. Hierher. Na. Und oh, wir machen es ein bisschen umständlich, nicht ganz so, wie ich es geplant hatte. Aber Hauptsache, wir sind auf der anderen Seite und haben alle Geschenke. Jetzt muss ich nur noch hier rüber. Und dazu muss ich den roten Schalter aktivieren. Ach so, mit dem Trampolin natürlich. Damit landet der schwarze Schalter unten auf dem Stachelboden. Und der wird uns am Ende des Tages zu Mini Mario führen. Okay. Jetzt müssen wir natürlich warten, bis er hier rüber spaziert ist. Das nimmt auch so seine Zeit in Anspruch. Aber so viel Zeit muss sein, wie es so schön heißt. Und anschließend, schön festhalten, es geht rüber mit uns. Eieieiei, okay.
So, gemeistert. Und Mini Mario eingesammelt. Super. Drei Geschenke für uns. Oh yeah. 8-4. Jetzt kommt das Level 8-5 und da geht es mal wieder um unsere Schildfreunde. Das sind die, die uns dann irgendwo in eine Lücke reindrücken. Oh wow. Das sieht auf dem ersten Blick verhältnismäßig kompliziert aus. Erstmal müssen wir hier runter. Und da unten sehe ich schon ein Geschenk. Vielleicht fahren wir erst einmal zu dem Geschenk und schauen uns das Level mal genauer an. Ich glaube, ich muss den gelben Schalter und womöglich auch den blauen Schalter aktivieren, damit die roten Blöcke verschwinden und ich zum Schlüssel komme, oder? So, genau. Die roten sind schon mal weg. Blau aktiviere ich auch mal. Und dann komme ich oben zum anderen roten Schalter. So, jetzt Schlüssel holen. Zack. Aktivieren rüber und auf die andere Seite fallen lassen kann ich nicht, weil da war der blaue Block im Weg. Aber jetzt, piu! Und den Schlüssel muss ich jetzt hier sichern, weil ich mit diesem jetzt nicht hier durchgekommen wäre. Ich kann mich ja mit einem Schlüssel in der Hand nicht ducken. Dann hole ich mir den Schlüssel hier, damit ich ihn wieder in der Hand habe. Muss das hier ändern. Ah ja, okay. Und dann müssen wir es eigentlich geschafft haben. Ich werfe den Schlüssel so, dass ich vor dem Schlüssel drüben bin. Zack, nur noch hier runter und geschafft. Schönes Rätsel. Sehr, sehr schönes Rätsel. Hat mir jetzt Spaß gemacht. Und was haben wir hier? Ah ja, die Schildis. Schildis, drück mich mal rüber. So, lass mal kurz gucken. Da ist das gelbe Geschenk, da das blaue. Schildis, könnt ihr noch mal drücken? Ja, super. Vielen Dank. Dann können wir da hoch. Ich meine, den Extra-Pilz, den können wir uns sparen. Da müssen wir irgendwie, ja, viel im Kreis laufen, habe ich so das Gefühl. Nur um an den Pilz zu gelangen. Das brauche ich dann nicht. Hey, Schildi, mach mal Platz. Ich muss hier rüber. Einmal durchgedrückt. Dann vorsichtig auf die andere Seite. Und zum blauen Geschenk. So, au, nein! Ich wollte mich eigentlich festhalten. Aber es hat nicht geklappt. Och, Menno, Mario. Du alter Akrobatikmeister. Also, der hättest dich wirklich noch festhalten können. So, jetzt wird hier wieder gedrückt. Was hätte der mich jetzt noch zerquetscht? So, und jetzt einmal drücken. Wunderbar. Schön langsam rüber. Und dann zum blauen Geschenk. So, oh, ich muss mich aber beeilen. So, nochmal nach oben. Ging jetzt nicht anders. Und eigentlich müsste ich noch zum gelben Geschenk. So, und das alles ohne diese komischen Plattformen da unten zu aktivieren. Ich weiß gar nicht, wofür die gut sind. So, bin ich schnell genug? Ja, ungefähr gleich schnell wie die Funken. Ah, nein, 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 nein. Oh, das hätte auch wieder ins Auge gehen können. Ich hatte wieder mehr Glück als Verstand an dieser Stelle. Perfekt. Und damit kommen wir in das letzte Level hier in dieser Welt. Und da geht es um ein Bomben-Dilemma. Na gut. Hä, was? Hat mich jemand gesucht? Nee, gesucht haben wir dich nicht, Donkey Kong. Zumindest noch nicht. Vorsichtig. Und auf die nächste Plattform. Oh ja, ich muss mich zwischendrin an der Kette festhalten. Okay, schöne Idee. Dann geht's hier weiter. Eine schöne Fahrt mit diesen Plattformen. So, was ist hier im rechten Abschnitt zu entdecken? Auf jeden Fall etwas, was ich aktivieren muss. Nämlich, um genau zu sein, den blauen Schalter für die blauen Blöcke. So. Rüber und aktivieren. Und jetzt zum roten Geschenk. Drödet. Sehr gut. Was haben wir hier? Da ist alles erledigt. Hier links ist der Schlüssel und ein gelbes Geschenk ist da auch noch. Das dürfen wir nicht vergessen. Und an der Stelle. Oh, das war Glück. An der Stelle brauche ich den schwarzen Shy Guy, genau. Den
Schlüssel könnte ich mir schon holen. Mache ich aber noch nicht. Sonst muss ich den ganz komisch durch die Gegend transportieren. Stattdessen hole ich mir das Geschenk und springe direkt weiter. Und dann aber zum Schlüssel. So, ich gehe auf Nummer sicher. Genau, Schlüssel geschnappt. Und rüber. Aufgeschlossen und ab in den letzten Abschnitt. Hier in Finsterstadt. Bevor dann die Mini-Marios kommen. Unsere eingesammelten Mini-Marios, die dürfen natürlich nicht fehlen. So, viel Laser, Laser, Laser. Und ducken. Noch ein bisschen näher ran. Jetzt muss ich mich beeilen. Aber wir haben es geschafft. Bomben! Bomben und Shy Guys und Laser. Alles, was das Herz begehrt. So, jetzt muss ich hier auch schnell sein. Nochmal eine Bombe, die nehmen wir gleich mit. Die brauchen wir nämlich an dieser Stelle hier. Und springt das alles? Nee, leider nicht. Hätte ja sein können. So. Nächste Bob-Bombe, die brauchen wir dann da drüben. Dann können wir Richtung gelben Laser hoch. Da können wir uns einmal mit dem Trampolin hochschwingen. Oh, 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 wow. Das war knapp. Das war sogar sehr, sehr knapp. Und wir schwingen, was das Zeug hält. Auf die andere Seite. Rot, blau, gelb. Blau, gelb. Und los! So. Pop on Bombe. Zack. Eins, zwei, drei und Explosion. So, jetzt brauchen wir... Ach so, stopp. Wir brauchen noch mal eine Bob-Omb-Bombe. Sonst kommen wir ja nicht zum Mini-Mario. Das wäre an dieser Stelle noch mehr als wichtig. So, Achtung. Oh, knapp, knapp, knapp. Vielleicht hätte ich es noch geschafft, aber ich wollte das dann am Ende des Tages doch nicht riskieren. Holen wir uns lieber noch mal eine ganz frische Bombe. So, okay, jetzt wurde sie gezündet. Ich muss mich beeilen. Oh nee, ich hole mir lieber noch mal eine frische. Frische Bombe, bitte. Das muss ja alles jetzt gegen Ende gut laufen. Sonst muss ich den ganzen Abschnitt hier wiederholen. Oh, die explodieren auch so schnell. Da hat man gar nicht so viel Zeit. Komm, aber die nächste soll es werden. Die nächste Bombe. So, blau, gelb, Pause. Blau, gelb, Pause. Ja, durchgekommen. Und jetzt Vorsicht. Jetzt kommen wir, naja, fast auf die andere Seite. Hier noch einmal ausweichen. Dann haben wir es aber schlussendlich gemeistert. Hier ist Mini Mario. Den schnappen wir uns. Können uns glücklich schätzen. Und dann würde ich sagen, ab geht die Post. Dum, 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 dum. Sehr gut. Perfekt gemeistert. Hui. Was kommt jetzt? Jetzt kommt natürlich das Level mit den Mini Marios. Oh nein, ganz vergessen, natürlich, die Bonuswelt, das Bonuslevel. Irgendwo in einer Traumwelt. Huiuiui, mit ganz vielen Förderbändern. Sieht aber gar nicht so kompliziert aus. Oh, da muss man ja springen. Bisschen entgegenspringen. So, stopp, stehen geblieben. Hab ich dich? Ah, ganz knapp. Jetzt krieg ich dich aber, jetzt krieg ich dich aber, hab ich dich. Und aufgeschlossen. Das war jetzt gar nicht so schwer, oder? Nochmal extra Leben erhalten. Sehr gut. Und dann heißt es Mini Mario Action. Jetzt geht's erst so richtig los. Guck mal, Mario. Wir haben wieder ein paar Buchstaben, die wir einfach so durch die Gegend geworfen haben. Ah, Toadies, warum tut ihr mir das an? Ich würde am liebsten nicht Buchstaben sammeln, sondern einfach nur mit den Mini Marios einen Spaziergang machen. Was muss ich machen? Ach so, die müssen ja erstmal hier alle runter. Dann, bevor sie in die Stacheln gelangen. Die müssen nach links, aber dürfen nicht vom Laser getroffen werden. Okay, so, so. Auf die andere Seite mit euch. Mario! Oh, wie süß sie immer schreien. Mario! Ich bin's, der Mario. Mein Spitzname ist Ketchup. Ich komme. Mario! Mario! Ich komm doch schon. Come back, Mario. Ja, ich bin noch da. T, O und das Y fehlt noch. Lass mal kurz überlegen. Ich muss blau auf jeden Fall aktivieren. Damit meine Mini-Marios nicht vom Laserstrahl getroffen werden. Und dann können meine Mini-Marios zum Y.
Aber wie kommen die dann hoch? Wie kommen meine Mini-Marios hoch? Das verstehe ich noch nicht ganz. Komm mal hier rüber. Das müsstet ihr doch jetzt schaffen. So, ja, und jetzt eigentlich nur noch da hoch, aber das schafft ihr nicht. Wir brauchen irgendwas, um euch nach oben zu bringen. Da unten der Eimer. Aber den kriege ich da gar nicht mehr rein, oder? Ich weiß gar nicht, wie ich den Eimer da reinkriegen soll. Ich kann ja mit Mario gar nicht rein. Hudi, Hudi, Hudi. Ja, ich beeil mich schon. Was mache ich denn jetzt mit dem Eimer? Ich müsste einmal außen rumlaufen, um die ganzen Blöcke wieder zu deaktivieren. Ah, schade, Schokolade. Nee, kriege ich, glaube ich, nicht hin. Da müssen wir nochmal das Level, glaube ich, neu starten. Weil ich komme hier auch nicht... Nee, nee. Vielleicht hätte ich das anders getimt, dann hätte es vielleicht noch funktioniert. Egal, nicht schlimm. Diesmal hole ich mir den Eimer ein bisschen früher. Und setze ihn gleich an die Stelle, wo er wichtig sein wird. So, hier rüber. Und einmal darüber, meine Freunde. Come back, Mario. Yeah, I'm coming. Wait for me, Mario. Ja, ja, jammert nicht ständig rum. Ich komm doch. So, rot aktiviere ich noch nicht. Bevor ich zu euch komme, kümmere ich mich noch um was anderes, Freunde. Ja, sagt nicht ständig Mario. Ich habe euch gehört. So, also das ist der Eimer für die Mini-Marios. Moment, das soll ja ordentlich platziert werden. Damit können sie dann hier hochklettern. Okay, jetzt kann ich rot aktivieren. Ich gehe zu meinen Freunden und hole sie, indem ich gleich den blauen Schalter aktiviere. So, ihr lauft jetzt weiter, okay? Ich klettere jetzt ganz hoch und dann treffen wir uns auf der anderen Seite. So, ja, ja, ich höre euch, keine Sorge. Ich habe euch nicht vergessen. Und jetzt 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und jetzt kommen sie hoch. Ja, jetzt klappt das. Okay. Puh, wieder was gelernt. Rein mit euch. Und wir erhalten die Kiste. Sehr schön. Damit haben wir das Mini-Mario-Level gemeistert. Und jetzt kommt der Endboss. Jetzt kommt Donkey Kong. Mann, selbst in Finsterstadt hast du mir all meine Spielzeuge weggenommen. Ja, streng genommen hast du uns die Spielzeuge geklaut, weißt du das? So. Okay, das ist ein lustiges Level. Oder lustiger Endboss. Weil wir müssen die Bomben zu Donkey Kong bringen, indem wir auf die Schalter springen. So. Einmal zurück zu Donkey Kong. Sehr toll. Dann aktivieren wir schon mal den Schalter vor. Ah ne, hat sich gar nicht gelohnt. Ich dachte, dass Donkey Kong jetzt nochmal den Schalter aktiviert. Deswegen wollte ich den Schalter vordrücken. Na gut, wir scheinen muss ich selber mal auf den Schalter drauf. Damit was mit der Bombe passiert. Und jetzt kommt er auf die Idee zu drücken. Ah, und jetzt habe ich keine Bombe mehr. So, wir laufen nochmal außen rum. Und gucken mal. Ja, das sieht gut aus. Und die nächste Bombe, Donkey Kong. So, Achtung, Achtung. Er hat wieder den Schalter aktiviert. Zack, einmal umgedreht. Und wir warten jetzt einfach, bis er die nächste Bombe wirft. Mal gucken. Kommt er auf die Idee, den Schalter zu drücken? Anscheinend nicht. Und damit besiegen wir Donkey Kong. Kurz davor hatte er die Überlegung zu drücken. Tat es dann aber nicht rechtzeitig. So. Wir haben somit das DK-Level gemeistert in Finsterstadt. Donkey Kong, jetzt reicht's aber. Gib endlich auf und gib uns das Spielzeug zurück. Stehen geblieben. Ich bleib nicht stehen. Guck mal, warte mal, warum ist der Sack so leicht? Hä? Da ist gar nichts mehr drin. Mano, das macht mich fuchsig. Dann nehme ich euch stattdessen. Hey, lass die Toadies in Ruhe. Oh nein. Jetzt kommt der finale Kampf gegen Donkey Kong. Uiuiui. Ui, ui. Und die Toads sind in kleinen Kästen eingesperrt. Na gut, dann wollen wir erst einmal nach oben klettern. So. Ja komm, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. So aus dem Nichts kommt eine Kiste herunter. Alles klar. Hier ist es also wichtig, ein bisschen langsam zu machen und nicht zu überstürzen. Das wäre der erste Toadie. Okay.
Toadie! Sei auf der Hut! Sei vorsichtig! Oh! Jetzt ist der gelbe Schlüssel verschwunden. Dafür habe ich jetzt zumindest mal den blauen. Boah, die verschwinden ja immer. Na gut, ich darf am besten den Schlüssel gar nicht loslassen. Ah, nein, 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 nein. Puh, das war knapp. Und jetzt schnell zum Toadie und aufschließen. Das war der Toad Nummer 2. Einer fehlt aber noch. Der wird oben sein. Dazu noch der blaue Schlüssel. Ohne Schlüssel bringt mir es nichts, zum Toad zu kommen. Och, Menno. Ja, und wo ist jetzt der Schlüssel? Haben wir jetzt gar keinen Schlüssel, oder wie? Okay, jetzt ist er wieder da unten. Vielleicht sollte ich doch den umständlichen Weg gehen und einfach hier peu à peu nach oben klettern. Sonst habe ich immer wieder das Dilemma, dass mir der Schlüssel abhanden kommt. So. Gleich sind wir bei dir, Toadie. Und rüber mit uns. Aufgeschlossen. Und geschafft. Noch nicht geschafft? Muss ich jetzt irgendwie auf Donkey Kongs Kopf springen oder was muss ich jetzt machen? Hey, Donkey Kong. Haben wir es noch nicht geschafft? Was müssen wir denn jetzt machen? Hä? Was muss ich denn machen? Okay, die Toadies sind jetzt befreit, oder? Muss ich zu Donkey Kong hoch und dann mit ihm quatschen, oder wie? Verstehe ich nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Was mache ich denn jetzt bei dir? Gar nichts? Soll ich zugucken, oder wie? Hey, ich verstehe. Ah, da unten, schaut mal. Ja, das hätten sie ja auch früher sagen können, dass ich jetzt Fässer bekomme. Das war mir ja gar nicht klar. Okay, wow, was für ein Riesenfass. Ah, sind das vielleicht sogar diese Donkey Kong-Fässer, die von oben herunterpurzeln? Na gut, gucken wir mal, was passiert. So. Und für dich, ein kleines Geschenk. Uah! Wow. Oh, richtiger Klettermax. Okay, und da ist womöglich die nächste, ja, das nächste Fass für uns. Und wir müssen, so verstehe ich aktuell dieses Boss-Level, wir müssen Donkey Kong Schritt für Schritt nach unten schleudern. Immer eine Etage tiefer. Okay, danke, Toadies. Jetzt weiß ich auch, wer dafür sorgt, dass ich ständig neue Fässer bekomme. Nämlich die Toadies. Nachdem wir sie gerettet haben, sorgen sie für Nachschub. Okay, das wird Treffer Nummer 2. Wieder eine Etage tiefer. Umso besser für uns. Das bedeutet, wir müssen weniger klettern. Und das ist sogar die letzte Etage. Genau, dann ist er unten am Boden. Ich glaube nicht, dass wir dann unten nochmal werfen müssen. Oder doch? Wir werden es sehen. Und zack. So, Donkey Kong. Sag mal gute Nacht. Seid mein Schläfchen. Oh nein, 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 nein. Rettet ihn, Donkey Kong. Komm, halt dich fest. Oh nein, der Arme. Nein, Hilfe. Ich fall ja immer noch. Wow. Uiuiui. Ei, das muss wehgetan haben. Aua. Hä? Mini Marios. Ja, klasse. Die schnapp ich mir. Hey, stopp. Nein. Jetzt bleib doch stehen. Jetzt fängst du schon wieder damit an. Uiuiui. Er rennt in die Fabrik, in die Firma von Mario. Das ist also die nächste Welt. Welt 1 plus. Okay. Das Spiel ist also noch lange nicht vorbei. Mal sehen, wie es hier dann spannend weitergehen wird. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Tippt mal auf dieses Video. Da wird Peach zu Bowser. Oh weia. Doch wie wird sie zurückverwandelt? Findet es selbst heraus. Bleibt katztastisch. Wow.